Es ist sehr wichtig, dass unter solchen Bedingungen die beiden Taucher eines Teams immer sehr nah beieinander bleiben. Häufig ist es ratsam, das Buddy-Tau zu verwenden, das kürzer als 2 Meter sein und eine Schlinge an beiden Enden haben sollte, die man in der Hand hält. Es darf nicht am Körper oder an den Geräten festgebunden werden. Dieses Tau ist auch für die Kommunikation mittels Impulssystem nützlich, eine sehr einfache und effektive Methode. Ein Impuls oder Ruck am Seil bedeutet okay. 2 Impulse, geh los. 3, halt. 4, gehen wir zurück, steigen wir auf.